Ja, moin Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Die Tiere, die hier letztens angegriffen haben, die haben anscheinend den Ort richtig schön verbuggt. Man hört es. Das ist gar nicht nervig, nein. Es macht Spaß. Und wir wollen einmal ganz kurz nur unseren Stuff hier holen, der sich hier so, ja, vor sich hin vegetiert. 14 Bleischrott. Das heißt, zu Hause habe ich auch schon wieder 14. Es geht viel zu schnell. Alter. Also Blei werden wir nie Probleme haben, aber Stahl. Ich sag euch, früher oder später wird unsere Lagerkiste aus Blei bestehen. Einfach weil ich es auch nicht wegtun will. Weil Blei sehr wichtig ist. Vielleicht werde ich es auch verkaufen. Hoffen, dass andere es kaufen. Ich drehe mich so um, da steht sie so und guckt mich an. Ich sag, was? Will sie mich töten? So, lebe ich noch? Habe ich mehr Kronkorken? Nein. Keiner kauft bei den Sachen. Ich habe sie extra billig reingestellt. Alle Schweine. Aber dafür haben wir jetzt wieder Munition. Ich hatte nur noch 72 Munition. Oh Gott, das wäre knapp gewesen. Aber gut, jetzt bauen wir ja wieder auf. Und ich würde auf jeden Fall gerne... Ja, es dauert noch, eigentlich. Aber ich würde gerne die Todeskralle mal testen. An irgendeinem Viech, was mich nicht sieht. Aber dann muss ich erstmal den Schleichbonus und alles machen. Ja, mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, es wäre ganz cool, wenn ich mich an Leute anschleiche von hinten und sie dann einfach im PvP-Bonus wegklatsche. So, Stealth-Modus an, weißt du? Und dann gib ihm. Das möchte ich gerne machen. Ich bin irgendwie... Na, 30 FPS bin ich, ne? Na ja, gut. Schade. Das muss ich nochmal ändern. Eigentlich habe ich es ganz gerne auf 60 FPS. In der nächsten Folge. So. Lief da gerade was? Nein. Grafikbug. Was wollte ich zu Hause machen? Ich wollte ganz kurz meine Sachen raushauen. Und dann wollten wir den Kollegen da besuchen, falls er noch da ist. Ich war jetzt leider eine Zeit lang weg, Essen bestellen. So, erstmal Granatwerfer, Injektor, der Kram. Ich bekomme kaum noch Mods. Heißt das, ich habe schon den Großteil? Ich glaube schon, ne? So. Noch kurz den ganzen Scheiß hier wegtun, falls ich noch Platz habe. Ah, das geht noch. Okay, weiter geht's. Wir müssen dahin. Der Kollege ist leider weg. Da tummeln sich ganz schön viele. Ein Getränk. Waffen, Mods. Ah, weißt du was? Wir gehen hier zu Big Fred's Barbecue. Und von da aus gehen wir weiter. Ach, ich liebe diese Fotos, die ich gemacht habe. Die sind so schön. Vor allem, weil ich da noch mit drauf bin. Es hat irgendwie sowas, ne? Sowas Persönliches. Eine persönliche Note. So, dass ihr wisst, dass ich die nicht einfach irgendwie reingeschmuggelt habe. Weil man kann die Bilder auch einfach reinschmuggeln. Ist jetzt nicht die Welt. Oh, oh. Das gefällt mir nicht. Schäferstab, Schleifenstart, Ziel Bramin. Richtung bestätigen. Was? Das letzte Mal, als ich den gesehen habe, hat mich der Schiebsquatsch angegriffen. Ich habe ein bisschen Angst. So. Schäferstab. Soll ich jetzt hauen? Rüste einen Schäferstab aus, um Bramin zu treiben. Geh in die Richtung! Oder kann ich... Wie lohnt sich die denn so? Das macht gar keinen Schaden. Oh doch. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin ganz ehrlich, ich neige dazu, drauf zu scheißen.
Ich erschieße die einfach. Ich glaube, es geht nicht. Dann erschieße ich den Fuchs. Das hast du verdient. Ich weiß nicht warum, aber du wirst es wissen. So, okay. Kein Steve Squatch. Perfekt. Ich habe schon Angst gehabt. Verbrannte Enten. Verbrannte Enten. Eine postapokalyptische Restaurantkritik von Glenn Ramos. Big Red's Barbecue Shack ist eigentlich ein unzutreffender Name, denn Big Fred ist nicht einmal 1,80 groß und wiegt kaum mehr als 80 Kilo. Wenn ich mich recht erinnere, jedenfalls ist es ein wahrer Gentleman und die Bezeichnung seines Etablissements als Shack ist viel zu bescheiden. Big Fred's ist kein einfacher Barbecue-Imbiss, sondern serviert die besten Rippchen, die ich je gegessen habe. In diesen schweren Zeiten versuchen sich gewisse kreative Köche an neuen Zubereitungsmethoden mit einer reichlich vorhandenen Fleischquelle, deren Rippchen international Interpretation ist sogar recht gut, aber weit von den Standards entfernt, die Big Fred gesetzt hat. 5 Sterne. Das Ding ist, bei diesem Papier kann man kaum was lesen. Ist echt schwer. Fuchs! Komm zurück! Ich brauche dich! Danke. So. Ich liebe es, einfache Tiere zu töten. Wenn ich eine Quest dafür habe. Salzstreuer. Pfeffermühle. Fleisch vom Mischlingshund. Es kann sein, dass mein Essen vergammelt ist. Weil ich so lange weg war. Ich hoffe ja nicht. Aber vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen was zu essen. Ja, guck mal. Warte. Warte. Hier bin ich. Ach, er hat den Schäferstab dabei. Oh, eine coole Rüstung hast du da. Alter Schwede, Junge. Ah, gut. Wir machen die Quest mit ihm. Er weiß, wie es funktioniert. Ich hänge hier und mache einfach nichts, weil ich habe auch nur die Armbrust. Hier wird es wahrscheinlich nicht reißen. Wo sollen wir die hinführen? Hui. Das ist eine Mutation, die bringt die Kühe um. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verteidige ich die Kühe am besten, damit er das nicht machen muss. Warum er das nicht machen sollte, seht ihr schon. Er backt. Er backt nicht nur, nein. Ah, guck mal, da kommt noch einer. Was geht denn hier ab mit den Leuten? Was sind sie so versessen drauf, diese Quest zu machen? Es muss irgendwie... irgendeine Besonderheit hier haben bei der Quest. Was war das? Der Sheep Squatch? Ich hab keine Rüstung dabei. Oh, wie er leckt. Ich will auch was vom Kuchen abhaben. Was auch immer es war. Bessie, also. Na toll, jetzt bin ich hier unten. Aber was war das für ein Gebrüll? Ich glaube, oh Gott. Ich glaube, das Erdbeben war einfach nur die Powerrüstung von dem. Und das Geräusch war Zufall. Wir verlassen das Event doch gar nicht. Zurück zum Event. Oh Gott, Leute, ihr habt die Kühe da gelassen. Kommt die jetzt von alleine? Da hinten ist noch einer. Was ist denn diese Quest muss echt atemberaubend sein. Irgendwas stimmt an dieser Quest nicht, Leute. Ich weiß nicht, warum die so beliebt ist. Ja, wir werden es herausfinden. Ich vergaß. Ich kann jetzt essen. Kann ich das auch essen? Nein. Kann nur Humanoide essen. Das ist ja lustig. Wieso sind die in Gelb?
Wie Event verlassen? Ich bin noch im Event. Das ist seltsam. Na komm, nehmen wir den Stab auch mit. Machen wir mal mit. Hey, wie funktioniert das? Ich schlag zu. Wie mache ich denn das? Wie machen die das? Ich will das auch machen. Oh, da bist du riese Fremde. Sollen wir sie zur Farm führen? Ich bin nicht mehr. Bin ich noch im Event drin? Ich bin nicht im Event. WTF, warum nicht? Ja, hol ich mir wenigstens die Erfahrung hier und gucken, was das Ganze jetzt zu bedeuten hat. Ich reise einfach nochmal so hierher und gucke, ob das vielleicht einfach ein Bug war. Keine Ahnung. Ich will hier eigentlich mitmachen. Ah, siehst du mal. Jetzt funktioniert es wieder. Kommt da der Kopf angerollt. Oh, ja, ja. Genau, was ich erwartet habe. Geh nicht auf mich, ich bin der Schwächste. Deswegen sind die alle hergekommen. Ich wusste, dass das irgendwas mit dem zu tun hat. Aber warum er genau... Alter, warum er genau da gekommen ist als beim letzten Mal, finde ich ein bisschen seltsam. Oh Gott, Foto, Foto! Nein! Ich habe vergessen, Foto zu schießen. Aber wir holen uns gerne das legendäre Item. Ein bisschen armselig war das jetzt schon. Ich habe eine olle Rüstung bekommen. Stim, Redaway, aufbereitete Kryogranate, Schäferstabbauplan. Rezept Hammelpastete. Was für eine Rüstung habe ich jetzt bekommen? Ja gut, jetzt weiß ich, warum so viele hier waren. Und warum es nicht so schlau gewesen wäre, alleine herzukommen. Das haben wir bekommen, oder? Ja, Stufe 50 immerhin. Vielleicht Jetzt echt? Die Scheiße habe ich da rausbekommen. Ihr seid Teil des Let's Plays. So, bist du Stufe 27? Also will ich da was Gutes rausbekommen. Hier haben wir die 10 mm wieder. So. Ja. So viel dazu. Hat sich nicht gelohnt. Wo sind wir jetzt? Na, noch weiter ab vom Schlag. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass wir, wenn wir sehen, dass da irgendwo diese Quest ist, diese auch machen können. Es gibt mehrere Quests, die sich lohnen, weil da der Sterne 3 legendärer ist. Das ist einmal die nächtliche Party in so einem Suff. Ja, in so einem Suffkabon, irgendwo mitten in der Pampa, müsste sich... Oh, guck mal, da geht gerade zu mir, oder? Müsste sich hier irgendwo befinden. Wildnis von Dirty Dolls. Ich glaube, das war sogar hier. Oder da. Ja, hier war das. Hier ist eine Quest, da kommt immer ein 3-Sterne-Event, Geschichten am Lagerfeuer. Warum ist diese Scheiße so verbuggt?
Gehen wir mal dahin. Da haben wir immer ganz viele gesehen. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Heute Event. Nur Event. Heute werden nur Events gemacht. Wir sollten echt mal jedes Event wenigstens einmal durchgehen. Eingeschaltet? Schön. Gut, dass die Lautsprecher noch funktionieren. Hallo Camper. Seid ihr bereit für eine Gruselgeschichte? Ja. Ich weiß nicht, dass diese Geschichten interaktiv sind. Also nehmt allen Mut zusammen und macht mit. Die heutige Geschichte trägt den Titel Schrecken im Dunkeln. Scheinbar ist das Holoband fehlerhaft. Macht aber nichts. Hallo? Diese Geschichte handelt von mir, einer Pfadfinderpionierin. Eines Nachts wache ich in der Hütte auf und bin alleine. Alle Betten sind leer. Mein Herz klopft laut, aber ich weiß, dass ich nach draußen gehen muss, um die anderen zu suchen. Ich will aufstehen, aber die Schatten greifen nach mir. Sie werden mich angreifen. Bitte helft mir, sie abzuwehren. Oh, jetzt kommen die Schatten. Ich bin auch ein Schatten. Sind wir hier alleine? Wir sind doch zumindest zu dritt, auch wenn der eine 41 ist. Das soll ja nichts heißen, wir waren selbst auch einmal 41. Vernichte die Schatten. Ja, ei, wo seid ihr denn? Wieso steht da Vorsicht? Ich bewege mich nicht, ich bin unsichtbar. Oh, hi. Eigentlich muss ich gar nichts machen. Jetzt ist der Typ hier. Hab den Schatten gefunden. Das sind nur kleine Holzfigürchen. Lol. Hab gedacht, jetzt kommen richtige Gegner. Arme kleine Pfadfinderin. Sie hatte große Angst. So, wo sind denn die Schatten? Ich suche gerade so ein schönes Plätzchen für ein Bild. Für Thumbnail, so Feuer. So, wo ist der Handy mit dazu? So, kannst jetzt weitergehen. Ist ja ein bisschen zäh für ein Let's Play hier zu sein, ey. Wir lesen mal ein bisschen. Karte, achso, nee, komm. So, iss und trink und setze Emotes beim Lagerfeuer ein. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Willst du dich hinlegen und geheilt werden? So, wir müssen eh was trinken und essen. So, Nuka-Cola Quantum. Die Nacht schreitet fort und das Feuer brennt herunter. Den Pfadfindern macht die wachsende Dunkelheit nichts aus. Ich versuche, sie vor der Dunkelheit zu warnen, aber niemand hört zu. Also gehe ich alleine in den Wald, um nach Holz zu suchen. Okay, suchen wir Holz wahrscheinlich, wa? Sammle Kaleinholz, so? Hallo? Oh, wir können hier Essen kochen. Die anderen können Holz sammeln, wir kochen. Hammelkeule, ah, mit Sheepsquatch. Ah, haben wir schon gewundert, was wir mit dem Fleisch machen müssen. Rattensuppe, Köterkeule. So. Na gut, sammeln wir Holz. Oh. Mit gesenktem Blick finde ich genug Holz, um das Feuer wieder anzufachen. Aber als ich mich umdrehe, sehe ich kein Licht, das mir den Weg zum Lager weist. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gegangen bin oder das Lagerfeuer ausgegangen ist.
und die Pfadfinder im Dunkeln sitzen. Puh, entschuldigt, dass ich die Geschichte unterbreche, aber wir haben einen Notfall. Zumindest sagt das mein Pfadfinderleiter Notfallprotokoll. Mein Protokoll meldet einen fehlenden Camper. Ich bin mir ziemlich sicher, richtig gezählt zu haben, aber wir sollten auf Nummer sicher gehen. Wenn wir unseren Schattencamper nicht finden, sollten wir nach Spuren suchen. Und denkt an das Begleitersystem. Was für ein Begleitersystem? Ich suche nach Spuren. Wo sind die Spuren? Sammle Gegenstände ein, die von der verschwundenen Camperin zurückgelassen wurden. Wie groß ist das Eventgebiet? Oh, wir sind schon am Rand. Das heißt nur hier. Was haben wir denn hier? Pfadfinder Handbuch Campen. Ist wahrscheinlich nicht von ihr. Das ist wahrscheinlich auch nicht von ihr, aber ich nehme es trotzdem. Ich würde zumindest einen Hinweis mitfinden wollen. Zecke. Wo finden denn die... Wie finden sie die Hinweise? Ich will auch was finden. Hier brennt Licht. Da muss was drinne sein. Na super. Unter den Sachen des vermissten Campers war ein Holoband. Das sollten wir uns anhören und sehen, was wir herausfinden. Krabbeltiere, Spinnen, Ameisen und Schnecken. In Appalachia könnt ihr euch vor mir nicht verstecken. Heute vervollständige ich meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 9 Hautflügler. Leila hat gesagt, ich soll mich vor ihren Stacheln in Acht nehmen. Aber ich kann das. Dafür habe ich mein Insektenkundeabzeichen. Ich jage Krabbeltierchen von jeder Art. Manche sind lichtscheu, aber alle sind smart. Ist die ein bisschen bekloppt oder so? Ich muss leider meine Armbrust einsetzen. Jetzt zieh durch! Was wollt ihr von mir? Ey! Ich hab doch keine Rüstung an! Oh, er hat eine Baggerrüstung an. So wie ich. Line Strike. Wo ist ein guter? Oder so wie ich es einst hatte. Mehrere Wellen. Krieg ich auf jeden Fall meine Tierchen schön zusammen. Wie er durchs Fernglas schaut, ey. Das sieht schon cool aus, ne? Mit dem Dampf. Red Skorpion? Was macht hier ein Red Skorpion? So, nächste Welle bitte. Ich will ja niemanden verängstigen, aber das ist sehr, sehr schlimm. Au! Was zur Hölle hat mich gerade... Nein, lass mich kurz heilen. Oh. Das dauert so lange bis zum Nachladen. Aber ich muss sie damit töten. Es geht nicht anders. Ich muss. Für die Quest. Aber müsste ich jetzt nicht langsam genug haben? Ein Tier fehlt noch. Ich versuche sie zu treffen. Oh. Das ist eine Zecke Level 1. Die habe ich natürlich nicht getroffen. Wo ist das Flugviech? Na gut. Wie riecht sie nach Feuer? Ist es soweit? Können wir schon in Spielen riechen? Vielleicht war das einfach nur... keine Ahnung, irgend so ein Psycho-Ding. Was wollen die aber von mir? Guckt euch die anderen leckeren Leute an. Oh, Skorpion. Ja, das war meiner. Sehr schön.
Red Scorpion legendär. Nein! Es ist gefährlich im Dunkeln. War zu langsam. Abgeschlossen, das war's. Und ich habe nichts davon bekommen. Wir waren ein Team. Bullshit. Ich fühle mich echt gerade wie am Lagerfeuer. Das, keine Ahnung. Du siehst wie ein echter Profi aus. Was bestimmt schon in ganz Appalachia. Ach so, da wird Wäsche gewaschen. Das müsste es sein. Ach Mann. Ihr dreckigen Subjekte. Armes altes Bärchen. Ich bereite ihn Ärger, aber es ist schön, dass er da ist. Du Arsch. Ich wollte auch was abhaben. No. Hätten wir jetzt zumindest eine Waffe zum Verkaufen gehabt. Da, seht euch den Sternenhimmel an. Oh, wie schön. Halt's Maul. Wie wenn es vorbei. Ich weiß nicht mal, was ich bekommen habe. Naja, gut. Wir müssen immer noch dahin. Nochmal 33 Kronkorken. Nee, komm. Wir sparen ein bisschen Geld, indem wir dahin gehen. Toll. Da. Ich habe ein Bild von dem Arschloch gemacht. Merkt euch das. Merkt euch dieses Gesicht. Der linke. Wenn ihr... Oh. Wenn ihr den seht, macht ihn fertig. Das hier wollte ich eigentlich holen. Macht ihn fertig. Dafür, dass er mich verarscht hat. Und mir meinen Lebenswillen genommen hat. So. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwo hier jemand in der Nähe grillt und deswegen riecht es hier ein bisschen nach Lagerfeuer. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass bei uns hier in der Wohnung gerade irgendwo ein Lagerfeuer an ist. Ich glaube nicht mal, dass es irgendwie brennt. Es sei denn, die Katze läuft hier und brennt durch die Gegend. Dann würden wir es vielleicht nicht bemerken. So, gut. So viel dazu. Wir sind wieder hier. Zumindest haben wir das Zeug vom Schiebs-Quatsch bekommen. Okay, Lagerfeuer ist auch ein legendärer. Allerdings Stufe 14. Es wird sich eher nicht lohnen, diese Quest zu machen. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, dass er 14 war. Aber ich glaube, die Lagerfeuermission lohnt sich gar nicht. Oh, die Kralle hat es in sich. Alter Schwede. Oh, die gucke ich mir nochmal an. Alter, was ist das denn für eine Kralle? Ja gut, verdoppelt den Schaden. Das ist natürlich, das ist schon geil. Ja, ich muss sagen, gute Waffe. Besser als der Hammer. Wir werden den Hammer gleich sogar verkaufen. Oder weglegen. Weglegen ist besser, glaube ich, ne? Weil das ist wirklich ein guter Hammer. Wir legen den mal weg. Oder wir verkaufen ihn für 7000. Wenn ihn jemand kaufen will, soll das machen. Und wir haben jetzt ohne Ende Essen bekommen. Es wird zwar nicht lange halten. Right away, Holz irgendwas. Okay, wir haben einen Bauplan bekommen. Und eine Menge nochmal 10 mm Munition. Das war wieder 200 drin. Und ich werde mal ganz kurz den verbuggten Typen hier entfernen. Das ist der hier. Ist immer noch da. Ja, gut, dann. Have fun. Was soll's. Kochen wir erstmal das Zeug. Ich muss sagen, Hammergerät. Hammergerät. So. Es fehlt hier echt noch eine Taste von wegen alle herstellen. Das wird nämlich ein bisschen schneller gehen. Wir haben bald kein Holz mehr. Geht schnell. Wolfsrippchen. Alter, Essen ohne Ende. Jetzt können wir meinetwegen auch krank werden. Das wird aber eh alles vergammeln, das sage ich euch jetzt schon. Das, was ich hier mache, ist eigentlich unnütz, aber ich kriege dafür Erfahrung. Von daher, was soll's. So. Wollen wir direkt mal was essen, ne? Hier geröstete Meierlockfleisch. Hammelkeule wird wahrscheinlich noch eine Weile halten. Ein leuchtendes Steak. Wir haben Essen ohne Ende, Leute. Ohne Ende. Ja gut, tolle Waffe, gefällt mir.
Dann gehen wir mal nach Hause und ich lege den Hammer weg. So, wir verkaufen mal den Schäferstab. Können wir nicht, oder? Doch. Für den Tausender. Wird eh keiner kaufen, deswegen mache ich es einfach. Und wir verkaufen auf jeden Fall den MC Zero, der fast kaputt ist. Aber der ist schon gut. Der ist schon richtig gut. Da können wir sehr viel für verlangen. Ja? Verkaufen? Ach, das Gewicht ist zu hoch. Gewicht ist trotzdem 8. Junge, was bist denn du so schwer? Kann mir jemand was abkaufen? Naja, das Bild ist nicht hübsch geworden. Ich glaube, das lösche ich wieder. Man sieht nur den Hintern. Und alles ist ziemlich verschwommen. Das haben die echt gut gemacht, ne? Dass wenn man zittert oder sofort ein Foto schießt, dass alles so verschwommen wird. Echt gut gemacht. Respekt, Bethesda. Das ist endlich mal etwas, was ihr gut gemacht habt. So, dann sind wir heute zum 5. Mal hier. Und ich brauche die Armbrust. Ich habe noch ein paar Tiere zu erledigen. Und zwar, um genau zu sagen, noch 9. Dann müssen wir die Armbrust 3-mal reparieren. Ach, wir hätten sie reparieren sollen. Wir müssen sie noch mal ein paar Mal benutzen. Schade. Wie sieht's denn aus mit der Armbrust? Ach, die ist wahrscheinlich noch komplett heile, ne? Oh, bis wir die reparieren können. Ich weiß nicht, können wir damit zuschlagen? Wenn wir damit zuschlagen, geht sie schnell kaputt? Leute, ich brauche Tipps, wie man Waffen schnell kaputt macht. Muss getroffen werden wahrscheinlich, ne? Scheiße. Ja! Du kannst mir nicht in den Rücken fallen. Okay, wir wollten ja eh dahin. Wieso laufe ich jetzt hier lang? Na scheiße, das heißt, die Armbrust wird uns jetzt leider noch eine Weile lang begleiten. Ich meine, so schlecht ist sie nicht. Man spart schon ordentlich Munition. Für Kleinvieh ist das ganz gut. Aber trotzdem. Waren wir eigentlich hier schon mal? Wenn nicht, können wir gleich das Aufseherding ins Kirchens mitnehmen, ne? Das müsste ja da auch noch sein. Mir geht das Holz aus. Man sieht hier immer so nette Orte. Bleiader. Ist auch nicht schlecht. Ist hier auch eine richtige Bleiader dann in der Nähe? Weil hier zu siedeln wäre auch nicht schlecht, oder? Ach, es gibt nur so viele Orte, wo man siedeln kann. Ja, ich bin echt im Überlegen, ob ich meinen Ort da hinten verlasse und andere Bleiadern nehme. Einfach, um mehr Platz zu haben. Um eine schönere Butze zu bauen. Na, cool. Ich treffe sie nicht. Das Ding ist der Hammer, Alter. Das Ding ist einfach nur da. Weg war er. Alter Schwede. Krasse Sache. Das war echt krass. Ah, diese Waffe. Meine Fresse. Hätte ich früher gebrauchen können. Aber ich hatte immer Angst, meine Powerrüstung abzulegen. Ich werde mich wahrscheinlich um eine andere Erzkammer bemühen. Es ist zwar schön, dass wir da direkt neben dem legendären Händler sind, aber wir haben mittlerweile so viele Kronkorken. Es macht mich wirklich nicht arm, dahin zu gehen. Oh, das ist ein schönes Bild. Das fotografiere ich jetzt. Wie die Sonne da hinten schön untergeht. Ein Atmosphäre, das erste atmosphärische Bild, was ich akzeptiere. Oh. Ob ich den wegsnacken kann? Was meint ihr? Also es könnte ziemlich nach hinten losgehen. Gerade auch, weil er krank ist. Ich würde mich gerne anschleichen.
Es kommt direkt auf mich zu. Von was bin ich entdeckt worden? Gefahr? Kackbratzner! Das war nicht wirklich erfolgreich. Oh Gottes Willen, der nimmt keinen Schaden. Ich glaube, er ist direkt hinter mir, oder? Ich darf mich nicht umdrehen. Okay, es war vielleicht nicht die beste Idee, sich da anzuschleichen, weil er mich anscheinend auch sofort gemerkt hat, er ist halt ein Tier, er hat eine gute Nase. Das ist die Ausrede dafür. Er hat halt eine gute Nase. Ne? Vielleicht stinke ich auch einfach. Vielleicht sollte ich mich öfters waschen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schnappe ich ihn mir jetzt hier von hier oben. Kann noch nicht ganz zurück sein, ne? Der muss hier. Ach so, ich sehe ihn sogar. Ist er immer noch hinter mir, ja? Ist das dein Ernst, Junge? Okay, Zeit, die Qualitäten von Stefan zu zeigen. Stefanus, du musst jetzt töten. Ja, schon viel besser. Guckt euch das an. Ich meine, mit der 10 Meter brauche ich natürlich viel mehr Schuss, aber von der Entfernung her ist die Wahrscheinlichkeit zu treffen 60-70%. Ja, bin ich schon wieder krank. Gelenksteife, Nahkampf-AP kosten um 50%. Ja, super. Das ist ja wieder wunderbar. Also ihr seht schon... Es macht auch einfach ohne Power-Rüstung viel mehr Spaß. Was hätte ich jetzt mit der Power-Rüstung gemacht? Ich wäre jetzt auf ihn zugegangen mit meinem Hammer und hätte gesagt, streichel mich mal ein bisschen, währenddessen ich dich töte. Ist doch langweilig. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Action gehabt. Man muss halt mal auch überlegen, ob es sich lohnt, ein Tier anzugreifen, bevor es einen umbringt. Und ich finde das um Längen besser als der Power-Rüstung. Auch wenn man mit der Power-Rüstung halt weniger Probleme hat, aber es ist langweilig. Das ist das große Problem. So, Aufseher-Logbuch, Standort Alpha. Aufseher-Logbuch, Raketensilo Alpha. Hier ist niemand. Nicht einmal Überlebende des Militärs. Ist vielleicht auch besser so. Ich glaube nicht, dass es gut gewesen wäre, wenn Vortec die Kontrolle über die Atomraketen gehabt hätte. Das bedeutet allerdings auch, dass ich ausgesperrt bin. Der Zugang ist nur auf die höchstrangigen Offiziere beschränkt. Es wird nicht einfach, das System zu täuschen. Wenn wir diese Anlagen nicht sichern können. Oh mein Gott. Die automatisierte Fabrik im Silo. Wie viele Atomraketen kann sie wohl herstellen? Viele? Weil wir kommen ja auch nirgends rein. Eines Tages kommen wir überall rein. Was haben wir hier? Jacksons Notiz. Department of Defense. Ich werde hier oben noch verrückt. Ich weiß, dass ich den Auftrag habe, hier zu bleiben und Leute davon abzuhalten, ihre Nase in Dinge zu stecken, die sie nichts angehen. Aber es ist so unfassbar langweilig. Wenn mir auch nur noch ein Jäger unterkommt, der sich verlaufen hat, jage ich ihm persönlich eine Kugel in den Kopf. Ein Biologe hat hier auch herumgeschnüffelt, hat behauptet, er würde nach einem speziellen Tier suchen. Mehr als dass es groß und gefährlich ist, wollte er mir nicht verraten, aber er schien das Vieh wirklich dringend finden zu wollen. Habe ihm genau wie die anderen gesagt, dass er sich verbissen soll. Offenbar habe ich am See einen Freund. Manchmal sehe ich ihn in der Morgen- oder Abenddämmerung einen Bären am anderen Ufer herumschnüffeln. Ich glaube zumindest, dass es ein Bär ist. Könnte der sein, den der Biologe gesucht hat. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Viech nicht. Es läuft und klingt nicht gut.
Eine Rangerin kam vorbei und hat sich danach erkundigt, aber ich habe sie wieder weggeschickt, genau wie diesen nervigen Biologen. Der Bär scheint entlang des Flusses zu kommen, der in den See mündet. Ich könnte ihn vermutlich stromaufwärts verfolgen. Ich habe um Erlaubnis gebeten, ihn zu jagen, die wurde mir aber verweigert. Bisher ist er meiner Hütte noch nicht zu nahe gekommen. Wenn er das jemals tut, wird der Bär ein toter Bär sein. Leutnant James Cord. Das war aber nicht gerade der Bär, den wir getötet haben, oder? Aufseher-Logbuch, Atomwaffenstart. Vortec erteilte mir einen Befehl, die 3 Atomraketensilos der Region zu sichern. Wir sollten dafür sorgen, dass sie nicht in die falschen Hände fallen. Ich wusste, dass ich das nicht allein tun könnte. Also bat ich euch, meine Familie aus Vault 76, um Hilfe. Und was habt ihr getan? Mein Gott! Warum? Warum habt ihr das getan? Wir sollten die Bomben sicherstellen. Nicht in Appalachia ein Wettrüsten starten. Bitte, beendet den Wahnsinn. Diese ständige Zerstörung muss aufhören. Ich habe euch noch nicht aufgegeben. Ich weiß, ihr seid gute Menschen, die das Richtige tun werden. Verloren habe ich mein Vertrauen nur in Vortec. Sie gaben mir einen Auftrag, den ich unmöglich alleine durchführen könnte. Sie müssen gewusst haben, dass ich eure Hilfe brauchen werde. Wussten Sie auch, was ihr tun würdet? Es kommt mir vor, als sei ich manipuliert worden. Das war die Antwort darauf, dass wir, die Vault-Bewohner, die Atombomben gestartet haben. Ich weiß aber nicht, ob es die Möglichkeit gibt, das irgendwie zu verhindern. Vielleicht einer. Ich. Und das kann man gleich sehen. Ich. Wenn ich die Möglichkeit habe, den Krieg hier zu beenden auf einem Server, ich würde es machen. Ich bin natürlich ein Guter. Seite aus Dr. Franks Tagebuch. Eintrag Nummer 725. Ein seltsamer Mann in einer Hütte am See hat mich angepöbelt. Er war sehr unhöflich und war überhaupt nicht hilfsbereit. Ich gehe flussaufwärts, um meinen Fluffy zu finden. Fluffy? Spüre das Tier auf, indem du den Fluss nach... Oh Gott. Ich habe das Tier noch gar nicht gefunden. Ich dachte, das wäre der Bär gewesen. Bär oder was ist Fluffy? Da waren aber Überreste von einem Tier. Ich hätte schwören können, dass es das ist. Habe ich gerade ein Mäh gehört? War wahrscheinlich der Fuchs. Trink ruhig, denn es wäre dein letztes Getränk. Ja, das waren die Füchse. Tut mir leid, ich brauche euch. Ich habe das Gefühl, es wird gleich Probleme geben mit dem Tier. Ich weiß nicht warum. Ist wahrscheinlich... Oh, sind das die Überreste? Knochen. Oh. Das war kein Bären. Das sind Hirschdinger, oder? Das sind keine Fleischfresserzähne. Knochen von Tieren, die offenbar von einem Bären mit deformierten Zähnen getötet wurden. Ja, das sind Pflanzenfresserzähne. Nicht? Du kannst mich doch gar nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Ach, der Beleidigungsspot. Du funktionierst jetzt wieder, habe ich gehört. Einer von uns ist lahm, hat keine Freunde und besitzt keine Persönlichkeit. Der andere ist ein Protektron. Kontaktiere Salzstation für extra Wundensalz. Für extra Wundensalz? Kannst du überhaupt was sagen? Stellen Sie sich nicht so an. Wie? Nichts für ungut. Ist nichts Persönliches. Och Mann, ich glaube, der sagt jedes Mal immer nur einmal was. Schade. Kannst du bitte das Vieh anlocken, damit es dich tötet? Kann ich dich töten?
Schade. Du bist eigentlich ein guter gewesen. Ich mag dich, Beleidigungsbot. Aber wir sehen uns viel zu selten. Fluffys Sohn. Oh, Fluffys Sohn. Das ist eine Kackpratze. Aber er ist nur Stufe 16. Vielleicht kann ich den umhauen. Holy shit. Oh. Krieg ich erstmal eine Nachricht. Knochen. Ich glaube, der weiß, dass ich hier bin, oder? Ja, er kommt direkt auf mich zu. Kommt direkt auf mich zu. Oh mein Gott. Der ist ja genauso krass drauf. Der ist doch nur Stufe 16. Junge. Aber das ist nur der Sohn gewesen. Heißt das, wir müssen noch das Original finden? Der kann doch nicht mehr leben, oder? Ach, scheiße, das war nur der Sohn! Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir uns dem echten Fluffy stellen. Haut rein, euer Seo. Tschüss.